Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute spielen wir das Champions League Halbfinalspiel. Liverpool gegen den AS Rom. Das Spiel findet am Dienstag, dem 24. April statt. Ja, und das sind auf jeden Fall zwei Überraschungen. Zumindest AS Rom hat man überhaupt nicht erwartet, dass die im Halbfinale der Champions League stehen. Vor allem nach diesem Hinspiel gegen Barcelona. 4-1 haben sie verloren, ne? Und dann Ich glaube ja. dieses Rückspiel mit diesem 3-0, was keiner mehr für möglich gehalten hat. Da hat man gedacht, Barcelona ist ja klar weiter. Aber die haben gezeigt, dass mit denen zu rechnen ist. Und Liverpool wird die sicherlich heute nicht unterschätzen. Ja, die wollen nicht den gleichen Fehler machen, den Barca da gemacht hat. Ja, die einfach, wie du schon gesagt hast, wirklich grundlegend unterschätzt haben. Die haben da selber gar nicht mehr dran gedacht, dass die hier noch irgendwie verlieren könnten. Und Rom hat das danach einfach auch gut gemacht. Und Liverpool stark gegen Manchester City. Wieder zweimal Guardiola bezwungen, der Jürgen Klopp da. Die haben Richtig. das echt souverän aber runtergespielt gegen Man City, muss man echt sagen. Starker Auftritt von Liverpool. Und Jürgen Klopp träumt natürlich davon, nach 2013 mit dem BVB mal wieder ins Finale der Champions League einzuziehen. Jetzt aber erstmal die Riesenchance für Edin Dzeko und den AS Rom. Und das wäre fast die frühe Führung für die Gäste geworden. Aber der haut den da an den Pfosten aus ganz kurzer Distanz. Also ich weiß nicht, den kann man, glaube ich, auch ein bisschen besser abschließen dann als Mittelstürmer. Dass er da so durchkommt, ist erstmal die Frage, wie das überhaupt funktioniert. Aber dann Dzeko, ja, kommt da relativ gut für mich zum Schuss und haut den da aus kurzer Distanz an den Pfosten. Das hätte es eigentlich sein müssen für Rom. Dieses so wichtige Auswärtstor hier in Liverpool an der Anfield Road. Wir sehen gerade, Mohamed Salah hat sich da anscheinend leicht verletzt. Ist ja auch für ihn ein besonderes Spiel gegen seinen Ex-Verein. Aber bis jetzt spielt hier nur eine Mannschaft und das sind die Gäste in Weiß. Und das ist wieder Edin Dzeko. Diesmal wird es dann nicht so gefährlich. Aber der ist gut drauf. Also der ist immer gefährlich. Und wenn Liverpool hier so weitermacht, dann verlieren sie. Es ist ja auch das Klein, erste schlecht. Spiel, nachdem Salah jetzt zum Spieler des Jahres geworden ist in der Premier League. Völlig verdient. Was der für eine Saison spielt, Absolut. ist einmalig. Und jetzt kommt der Mohamed Salah. Mohamed Salah, und was ist das für ein Abschluss? Keine Probleme hier Aber er für hätte Alisson. vielleicht doch lieber den Pass erwägen sollen. Ja. Das Dribbling Den vorher Spitzenwinkel. war ganz in Ordnung. Beziehungsweise war natürlich sehr, sehr gut. Liverpool anscheinend jetzt auch im Spiel. Das ist Lallana. Und dann ist es Firmino und der andere im Bunde, Mami. Aber der AS Rom kann das hier noch gerade so verteidigen. Italienische Mannschaften ja eigentlich dafür bekannt, für ihr starkes Bollwerk in der Verteidigung. So sieht es bisher auch bei den Roman aus. Da hat sich auch dann Barcelona dann im Rückspiel die Zähne ausgebissen an dieser enorm guten Verteidigung. Und vorne haben sie dann halt die Tore gemacht. Und das ist hier auch gerade Liverpools Problem. Die kommen nicht richtig dadurch. Jetzt mal Firmino auf dem Flügel, aber Fazio läuft den einfach mal ab. Bisher haben wir hier wirklich überzeugende Roma. Die treten hier richtig, richtig mutig auf, stehen sowohl hinten als auch vorne sehr, sehr gut. Und wenn die das hier über 90 Minuten oder sogar über zweimal 90 Minuten spielen können, dann ist das Champions League-Finale absolut drin. Liverpool merkt man auf Der jeden Fall, Osten, aber dass das war jetzt mal schlecht. Emre Can fehlt. Jetzt aber Chamberlain, der sozusagen der Ersatz ist. Das ist Sadio Mané und das ist Nainggolan Absolut. und das ist zu einfach gespielt. Rom ist richtig gut eingestellt auf dieses Konterspiel von Jürgen Klopp. Mann mit Raja Nainggolan. Nainggolan. Ah, verdattelt aber schon wieder den Ball an Lena hier. Nainggolan davor auch schon mit dem Ballverlust bzw. dem Fehlpass. Beiden Teams merkt man jetzt an, die haben Respekt jetzt voreinander, wollen da wirklich keinen Fehler machen. Denn jedes Tor kann hier entscheiden. Das ist gut gespielt, aber gut aufgepasst von Kolarov. Der das wieder im letzten Moment hier richtig stark klärt und
sehr, sehr gut und abgeklärt verteidigt. Und Rom spielt das Ganze dann konzentriert raus, wieder mit Nainggolan, und der verliert schon wieder den Ball. Jetzt das dritte Mal in Folge. Also so langsam müsst ihr da mal aufpassen. Und jetzt steht Kolarov mal ein bisschen zu weit von Salah weg. Kann Das ist Mohamed Mohamed Salah das mal Salah, nutzen? Da kommt die der Flanke, aber müsste die im kommt Abseits stehen. erträglich. Ja. Ja. Schlecht von Mané und auch von Salah. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Einmal hat Rom da wirklich nicht aufgepasst. Der schwache Nainggolan verliert wiederholt den Ball. Und wie du sagtest, ist Salah zum ersten Mal da richtig entwischt eigentlich. Glück für Rom. Die müssen jetzt auch wieder mehr nach vorne machen. Da kommen sie aber schon. Nainggolan. Und da ist Körpertäuschung und Nainggolan. den. Und jetzt macht er fast alles wieder gut. Der hat eine Schusstechnik, das wissen wir, aber den muss er eigentlich aufs Tor bringen. Riesenmöglichkeit hier kurz vor der Halbzeit. Und wieder einmal Glück für Karius, dass der nicht aufs Tor kommt. Also, die Verteidigung von Liverpool macht da wirklich enorme Sorgen. Aber wir haben hier auf jeden Fall extrem spannendes Hinspiel hier auf jeden Fall schon mal. Vielleicht Mario nicht. zweifacher Start von Mané, nee, aber dann sind sie wieder dazwischen und Rom ist da einfach auch zweikampfstärker gefühlt hier in der ersten Halbzeit gewesen. Das ist auf jeden Fall nicht das hochklassigste Spiel, aber wie du sagst, es ist umkämpft. Beide Mannschaften wollen ins Finale, man merkt es. Und Jürgen Klopp wird auch direkt wechseln, weil Wijnaldum kommt fürs Mittelfeld. Und wir wissen, Liverpool, die können kontern, die können aus wenigen Möglichkeiten Tore machen. Genau wie der AS Rom eigentlich auch. Vorerst kein Wechsel bei der Roma. Die gehen so in die zweite Halbzeit, wie sie es begonnen haben, das Spiel Fasio. Und die wollen das einfach jetzt erstmal weiter so stark verteidigen. Und dann zu Hause vor heimischer Kulisse wie gegen Barca. Alles offen, alles möglich. Ja. Das packen hier. Die werden sicherlich mit diesem 0 zu 0 mehr zufrieden sein als Liverpool, wenn es denn dabei überhaupt bleibt. Schlecht. Manolo Manolas ist gut. richtig stark, aber dann der schlechte Pass auf Edin Dzeko. Oh, Auch Liverpool. den fängt Florenzi gut ab. Dzeko nochmal zurück. De Rossi. Roma macht das Spiel kaum schnell. Versucht hier nur über Sicherheit zu kommen. Da Binder. ist Cengiz Ünder. Legt sich den nochmal sehr weit vor. Ünder. Da kommt Krasse wieder die Flanke. Flanke. Die ist gar nicht mal schlecht, der Sharawi. Aber der kriegt dann keinen Druck dahinter. Und jetzt Oh, müssen sie Nainggolan hier verliert wieder aufpassen. gegen Lena. Aber das Und ist wieder jetzt ein kann schlechter Liverpool treffen. Konter. Das ist ein ganz schlechter Konter. Milner direkt in die Füße von einem Italiener. 60 Minuten jetzt gleich um. Wir sehen wieder keine gute zweite Halbzeit bis jetzt, vor allem von diesen hochgelobten Liverpoolern. Das macht Rom richtig stark, beziehungsweise Liverpool macht es auch grauenvoll manchmal. Da kommt jetzt überhaupt nichts mehr offensiv. Das ist vielleicht die Chance jetzt für Rom. Binder. Cengiz Ünder, aber Van Dijk stark abgeräumt, aber drischt den Ball direkt ins Aus. Liverpool muss hier was tun. Jürgen Klopp überhaupt nicht begeistert. Henderson kommt. Weiterhin kein Wechsel bei der Roma, die bleiben hier noch mit den 11 Mann, wie sie gestartet sind. Lorenzi mit Cengiz Ünder. Versucht sich mal ein bisschen Raum zu verschaffen, klappt aber nicht. So fahren wir das Ganze wieder zurück und gehen lieber die ruhige Schiene. Und das ist Aber das machen sie El-Sharawi und der richtig macht das gut. richtig gut. El-Sharawi, stark! Da ist Tor. der Pass und das Tor! Strootmann. Kevin Strootmann haut das Ding rein. Aber was für eine überragende Vorarbeit von Stefan El-Sharawi. Wunderbare Drehung, lässt da alles stehen, der hält die Übersicht. Und Strootmann braucht nur noch einschieben. Und das Wunder vielleicht von Rom. Geht hier weiter. Und wie du schon sagst, eben noch spielen sie es wirklich extrem ruhig. Da denkt man überhaupt nicht, dass da jetzt Gefahr aufkommt. Und dann kommt da El-Sharawi an den Ball, macht das enorm stark. Aber was macht denn da die Liverpool-Abwehr? Völlig frei steht da ein Strootmann. Da hätte auch irgendwer anders stehen können. Die hätten den alle reingeschoben. Also, das darf dir hier in diesem Champions League-Halbfinale, vor allem vor heimischem Publikum, überhaupt nicht passieren. Und die Fans, ich weiß nicht, die sind noch halbwegs gut drauf, aber bei so einem Spiel, bei so einem Spielstand,
Ich weiß nicht, ob die da noch feiern. Und umso schwerer wird es natürlich jetzt auch für Liverpool, denn AS Rom verteidigt das bisher hier richtig stark. Und jetzt Bobby Firmino mit der ersten, ja fast schon richtig gefährlichen für Liverpool. Das war die erste Riesenchance im gesamten Spiel. Das war richtig gut gespielt. Da hat Rom einmal nicht aufgepasst und fast wäre es belohnt geworden für Liverpool. Aber Firmino knapp daneben. Das wäre es natürlich gewesen hier, diese Antwort. Und Rom kann jetzt natürlich hier mit Rückenwind weiterspielen. Ünder. Diesmal verliert er den Ball. Wijnaldum. Das ist ein Naldum, guter schöner Pass. Pass auf Mohamed Salah. Salah, Ah, der aber rennt Fazio direkt. kocht den so eiskalt ab. Ein schlechter Pass aber jetzt von Rom. Liverpool mal gut dazwischen. Dann der Fernschuss. Kommt aber genau auf Alisson. Hat damit keinerlei Problem. Versucht das Spiel schnell zu machen, beziehungsweise kurz zu spielen. Das macht Liverpool jetzt aber mal gut. Was macht denn Oh, Alisson? aber Alisson. Hui! Und Hat jetzt dann Glück, pressen dass sie. das Ganze gut geht. Ja, das wäre natürlich enorm bitter. Und Rom versucht jetzt erstmal wieder ihren berühmten Ballbesitzfußball erstmal zu machen. Oh, das ist schlecht Aber von wer? Kolarov. Da ist Und das ist Mané, Sadio der hat Mané und Mané. Manolas mit dem Manolas Fuß. fälscht den, fälscht das Ding hier ab. Und jetzt wird auch Rom wechseln. Schick wird kommen. Und Pellegrini fürs Mittelfeld für den Torschützen Kevin Strootman. Liverpool wird auch den letzten Wechsel jetzt ziehen. Danny Ings kommt, hat am Wochenende endlich mal wieder getroffen für den schwachen Firmino. Vielleicht ist das jetzt hier dieser Lucky Punch. Jetzt gucken wir erstmal und das ist Henderson. Was macht Oh. er denn? Mein Gott, was war das für eine Riesenchance. Pellegrini, der räumt den da jetzt einfach mal weg. Dann drischt er den lang nach vorne. Chamberlain oder Patrick Schick, wer holt sich das Ding? Es ist Chamberlain. Und das Aber wir war. müssen da noch mal drüber reden mit Henderson. Das war eine sowas von, ja, hundertprozentige Chance. Ich Oh, aber glaube, noch mal der starke Pass. Wir gucken da ja. gleich noch mal drauf. El Shaarawy, der kommt wieder über außen. El Shaarawy, gut Sie kriegen zurückgespielt. den Ball Schick, nicht weg. Schick, Schick. das kann sein. Und es gibt nur Abstoß. Da war wieder mehr drin. Jetzt Rom natürlich mit diesen Konterchancen. Wir haben jetzt hier ein wirklich gutes Fußballspiel. Denn jetzt muss Liverpool aufmachen und hatte, wie du schon sagtest, diese Riesenchance von Henderson, da weiß man echt nicht, war der etwa überrascht, dass er da den Ball kriegt? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Den muss er machen. Ui, Glück für Rom. Und Rom hält jetzt hier weiter den Ball. Die spielen das ganz ruhig runter. Nein, Golan. Starker Pass auf Cengiz Ünder. Ünder. Ah, der tut sich aber sehr, sehr schwer gegen Virgil van Dijk. Kriegt Liverpool noch die eine Chance. Wir haben schon die 90. plus 2 Minuten angezeigt. Das ist Chamberlain. Der wahrscheinlich Nach letzte Angriff der raus. Roma. Oh, Und den schlecht. kocht Kolarov ab. Der Roma, sage ich schon, der von Liverpool, meine ich. Entschuldigung. Die Flanke, Fazio Auf dazwischen. Fazio. Und Oh, dann ist es hinweg. Und das vorbei. ist vorbei. Der AS Rom bezwingt hier den Favoriten FC Liverpool zu Hause mit 1 zu 0. Und das ist ein enorm wichtiger Sieg. Klar, die sind hier noch lange nicht weiter. Aber auswärts hier in Liverpool zu gewinnen, zu null, das musst du auch erstmal schaffen. Das war eine richtig, richtig guter Auftritt von Rom. Also, ich will ja jetzt nicht irgendwas gegen Rom schießen, aber für deren Verhältnisse bei Liverpool so ein Spiel abzuliefern, das so stark zu verteidigen, fast über 90 Minuten, Hut ab. Und die zeigen auch, dass das hier nicht eine Eintagsfliege war, dieses Spiel gegen Barcelona. Die wollen hier diese Überraschung wirklich klar machen, die Champions League holen. Und ich glaube in echt, ja, Liverpool ist auf jeden Fall Favorit, auch wenn Rom natürlich überrascht hat. Ich glaube, zu Hause ist Liverpool dann doch eine Nummer zu groß für Rom. Auch wenn Rom stark ist, ich glaube, Liverpool gewinnt hier am Ende dann doch mit 2 zu 0. 2 zu 0? Ja. Okay. Ja, ich glaube auch, dass der Traum vorbei ist für Rom. Das wird im Hinspiel schon eine klare Nummer. Das wird im Rückspiel diesmal wirklich gegessen sein. Ich glaube, dass Rom unter die Räder kommt und das Ganze 5 zu 0 für Liverpool ausgehen wird. Okay, das ist ein krasser Tipp. Also wenn der so wahrkommt, dann hast du auf jeden Fall die guten Tipps drauf.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao.